Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ja, wir befinden uns auf der Asari-Arche, die wir im letzten Part gefunden haben, auf der Loyalitätsmission von Korra. Die restliche Asari-Crew scheint sich hier verschanzt zu haben. Jetzt wollen wir mal schauen, was hier passiert ist. Okay, nur die Brücke sieht etwas anders aus. Minimal. Auf jeden Fall wurde hier schon ziemlich übel gekämpft. Sie würden ein Pathfinder-Team ins All blasen? Natürlich! Wir können kein Risiko mehr eingehen. Sarissa Therese, Pathfinder. Der Captain tadelt mich gerne. Ist gut für Ihren Blutdruck. Finde ich irgendwie, beide Aussagen finde ich irgendwie beschissen. Pathfinder, nicht Leibwächterin? Wieso sollte sie keine Pathfinderin sein? Ryder, ich wusste nicht, dass Sie der Asari-Pathfinder sind. Wir dachten, Matriarchin Ishara wäre Pathfinder und Sie wären ihre Tyanna. Ich war Asari-Elite-Soldatin und kenne Ihre Bücher auswendig. Matriarchin Ishara ist tot. Sarissa hat übernommen. Und die Cat sind trotz ihrer Bücher auf meiner Arche. Warum sind die Cat hinter ihnen her? Matriarchin Ishara starb bei Verhandlungen mit den Cat. Also nahm ich ihnen auch etwas Wertvolles. Ich stahl ein Modul mit taktischen Daten. Ihre Geheimwege durch dieses Phänomen. Wir nennen es die Geißel. Wenn wir die Cat hier abhängen könnten, hätten wir bessere Chancen. Ihr Archon hat seinen Eliteagenten, den Recken, und seine Dezimierung auf uns gehetzt. Jeder Kampf gegen den Recken bringt neue Verluste. Letztes Mal hat er Truppen an Bord geschickt. Sarissas Diebstahl hat die Lage erschwert. Okay, das erklärt, warum die so ein bisschen angefressen ist. Von wie vielen Cat an Bord reden wir? Das ist unklar. Sie sind unten eingesperrt. Wir haben mit unseren Ressourcen Zivilisten evakuiert. Der Recke will, dass Sarissa bezahlt. Ich fand's jetzt nicht dumm, es war ein Risiko, ja. Pathfinder müssen Risiken eingehen. Ich weiß das. Göttin, schütze mich. Wie kriegen wir die Arche hier raus, bevor dieser Recke wieder zuschlägt? Mit einem ÜLG-Stoß. Aber wir haben seit der Evakuierung nur Minimalenergie. Der Antriebskern ist tot. Leider sind die fraglichen Systeme unter Deck. Zusammen mit den Cat-Soldaten. Ein zweites Pathfinder-Team könnte helfen. Sie aktivieren den Antriebskern und mein Sam und ich entschlüsseln die Cat-Daten. Wir verwenden die Fluchtwege des Recken gegen ihn. Die Cat erschießen, die Löcher flicken und los geht's. Der letzte Bericht kam aus der Hangarsteuerung. Ich gebe Ihnen Zugang. Aber Vorsicht. Mhm. Bahnkonsole. Sind Sie okay, Korra? Pathfinder gehen Risiken ein. Das stimmt. Matriarchin Ishara, ihr Vater. Wir würfeln und... Hey, manchmal gewinnen wir. Kommen Sie. Je früher wir die Elite-Soldatinnen finden, desto besser. Na dann mal los. Ich nehme an, dieser Recke ist wieder so ein... War es auch so still, als die Archen durch den Orkusnebel flogen? Naja, irgendwelche Arbeiter haben bestimmt für Lärm gesorgt. Die Lucinia wird wieder sein wie vorher, wenn wir sie zu Nexus gebracht haben. Hangarsteuerung, Wartungslog von Technikerin Sadia. Ja. Anfang, bla bla bla. Kein Fehlalarm, alle Türen verriegeln, alle Türen ver... Gut. Jemand hat die Hangartüren geöffnet und dann versucht, sie in Eile zu verriegeln? Geschafft hat er es nicht. Finde ich sowieso interessant, dass die versucht haben, mit den Cat zu verhandeln. Wir sind da. Hangarsteuerung. Dass die Cat die nicht direkt angegriffen haben.
Gut, vielleicht haben sie natürlich auch nur so getan. Davon gehe ich eigentlich eher aus. Gesellschaft. Gehört wahrscheinlich zu Sarissas Team. Halt! Im Namen der Göttin, ich werde... Ihre Retter erschießen? Retter? Und Menschen? Ihre Arche hat's geschafft? Nur knapp. Ich bin Ryder, Pathfinder der Menschen. Das ist mein Team. Ich bin Vedaria Domali, Sarissas neue Stellvertreterin. Tut mir leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen die ULG-Energie wiederherstellen. Ja, ich habe das Problem untersucht. Das Schließen der Hangartüren müsste es lösen. Die Kette haben die Türen aufgebrochen. Und die Sicherungen ziehen Energie ab. Sam hat bestimmt einen Override für alles, was die Cat getan haben. Cat überleben kurzzeitig im Vakuum. Wenn wir die Türen schließen, haben die Jäger des Recken keinen Fluchtweg mehr. Ich hoffe nur, die Energie reicht für ULG. Ich... Vedaria, denken Sie an Sarissas Handbücher. Atem, Entschlossenheit, Handeln. Atem. Okay. Untersuchen Sie die Konsole. Ich passe auf. So, das ist die da unten. Was ist denn eigentlich hier mit unserem Scanner? Nix. Leite Sequenz zum Schließen der Hangartüren ein. Cat! Ja, das alles war im Griff! Schützen Sie die Konsole, während Sam arbeitet! Kontinuierlicher Beschuss! Jawohl, Ma'am! Hangartüren zu 21% geschlossen. Also insofern wirkt sich das Profil schon mal aus, dass ich die Waffen wesentlich früher in der Hand liegen. Das hat sich schon mal gelohnt. Ich kann wesentlich genauer zielen. Aha. Hangartüren zu 53% geschlossen. Passt hier da auf die Seite auf, Leute, ne? Hast es geschafft. Hangartüren zu 77% geschlossen. Hangartüren geschlossen und verriegelt. Cat-Zugang abgeschnitten. So, aber die müssen wir nochmal erledigen, oder? Okay, da ist auch noch ein Gesalbter. Okay, das müsste es gewesen sein. Und warum ist dann die Energie nicht wieder da? Vedaria? Fragen wir sie. Oha. Was war das? Ich nehme an, dass einige elektrische Anschlüsse der Arche soeben überladen wurden. Oh shit. Scheiße. Vedaria? Die rennt, glaube ich, da vorne rum, ne? Warum ist die denn weggerannt? Vedaria ist unten bei der Wartungskonsole. Sam sagt, wir haben elektrische Anschlüsse verloren. Ich weiß! Die Überlastung hat einen Brand ausgelöst. Verdammt! Was kann die Überlastung ausgelöst haben? Etwas entzieht auf den unteren Decks Energie. Etwas Großes. Vielleicht hat ja die Dezimierung dafür gesorgt. Das traue ich diesen Schweinen schon zu. Die Cat, wenn sie die Reparatur lange genug verzögern, dann holt uns das Schiff des Recken ein. Können wir Licht oder Geräusche machen, um die Cat von uns abzulenken? Wenn wir uns trennen, haben sie zwei Ziele. Okay, zuerst die letzten Stase-Kapseln. Ich überprüfe sie. Sie könnten unten den Grund des Energieentzugs suchen und bei dem Feuer helfen. Wo sind die unteren Decks? Die Wohnquartiere.
Ich öffne den Wartungszugang. Da kommen sie durch. Viel Glück. Mögen die Kett in der Leere vergehen. Finde ich jetzt eigentlich nicht so cool, dass die alleine da loszieht, aber gut. Ich konnte ja gar nicht intervenieren. Ryder, hier ist Sarissa. Wir haben erst ein wenig Energie und dann einen Schadensbericht bekommen. Was ist passiert? Ein Unfall. Wir kümmern uns darum. In Ordnung, machen Sie weiter. Wir bereiten den Antriebskern vor. Wir lassen Sie nicht im Stich, Ma'am. Natürlich nicht, Lieutenant. Sarissa out. Aha, hier können wir nochmal scannen. Das ist ein Tierkäfig. Für ein ziemlich großes Tier. Nach Asari sieht das nicht aus. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass die Asari hier Tiere reingebracht haben. Da wird wohl eher ein Koloss irgendwo auf uns warten. Evakuierungsbefehl für Lamasia Perrin. Wir haben an Bord der Arche einen Notfall, der die Evakuierung erfordert. Wenn das Signal erfolgt, begeben Sie sich bitte umgehend zu Sitz 06 in Rettungskapsel 202. Falls Sie sich nicht innerhalb von 10 Minuten melden, wird Ihr Platz neu vergeben. Checkliste: Notfallset, Essensrationen, Atemmaske, Lampe, persönlicher Strahler, Anzugdichtmittel, Kompass, Sender, Wasserdestillierset, Universalwerkzeug mit vollem Batteriepack, etwaige notwendige Medikamente. Nehmen Sie keine persönlichen Gegenstände mit. Warten Sie nicht auf Familienmitglieder. Ein Evakuierungsbefehl. Jemand muss ihn weggeworfen haben. Klingt, als hätten Sie den Leuten gesagt, sie sollen einfach gehen. Warten Sie nicht auf Familienmitglieder, ist ja auch so krass. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekommen würde. Jemand spart Energie an der Beleuchtung. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Diese Tür muss umfassend instand gesetzt werden. Die erste Hilfestation taucht in den Bauplänen der Louisiana nicht auf. Sie wurde offenbar von der in diesem Raum untergebrachten Asari aus geplünderten Materialien aufgebaut. Oha. Was ist denn das hier? Was ist das? Weiß keiner. Auf dem Schild steht Matriarchin Ishara, der verstorbene Pathfinder. Ach so. Sieht aus wie so eine Art Schrein. Kannten Sie Matriarchin Ishara? Nicht persönlich. Sie war Diplomatin, sehr weise und überall respektiert. Und die Kett haben sie uns genommen. Sarissa muss das innerlich zerfressen. Naja. Hier, Valeria. Oh, ich bin Gott. Fast bei den Starschützen. Mist! Keine Energie für die Aufzüge. Ich bin erschrocken. Valeria, durchtrennen Sie die Mac-Schlösser des Aufzugs. Wenn die Arche so gebaut ist wie unsere, können Sie im Schacht hinunterklettern. Gute Idee. Danke, Ma'am. Stasis spinnt. Alles, was eine Kolonistin aus der Heimat mitnehmen wollte. Snacks mit Schokoladengeschmack. Erwachsenen-Wintergarderobe. Eisangel. Okay. Bei Dauerspeichergeräte, Schreiner, Werkzeug, Kuscheltiere, eine komplette Ausgabe, Grenzausbildung von 5 bis 50, Lehrvideos, Kindergarderobe, eine Erwachsene. Kindergarderobe. Das hat immer so, ich finde, so eine verlassene Raumstation hat für mich immer so eine, irgendwie so eine krasse Atmosphäre. Ausmalspaß für jedes Alter. Dieses holographische Malbuch ist auf das einfache Bild eines Bauernhofs eingestellt. Jemand hat in Farbe herumgekritzelt und Tiere von Thessia dazu gezeichnet. Auf einer Seite steht: Meine Farm. Pflanzensamen, Gießkanne, sie bekommen jede Menge Heu. Mama sagt, wir müssen wieder auf ein Schiff. Mama sagt, ich muss tapfer sein. Ich will nicht tapfer sein, ich will einen Bauernhof. Und ein Terminal. Antwortrotation Kinderbetreuung von Thanamis Chiotra. An alle weiterleiten, die nicht auf der Hauptliste stehen. Belas, ich kann die Zwillinge und die Mohia heute Abend nehmen. Wir sind in der Nähe der Notbeleuchtung. Mohia hat also ihr Nachtlicht. Jodiri, die
T'Custis und Sali wurden vorzeitig evakuiert, darum sind Wickelsachen und Lebensmittel im roten Kühlschrank übrig. Nicht vergessen, wenn Sie sterile Tüten für Windeln brauchen, in den Schränken im Waschraum sind welche. Brechen Sie die Schlösser auf, falls nötig. Tag 10, wir halten durch. Thana. Abschied von Rodera Fieres. Mache in Kürze den großen Sprung. Zurückbleiben meine Lieben, meine Liebe und meine besten Wünsche. Jemand kann meinen Stasispind haben. Ich kann ihn nicht mitnehmen, also ist es mir egal. Wir finden Hilfe versprochen. Rodera. Ja. Schon bedrückend irgendwie. Aber hier liegen gar keine Leichen. So viele Leute. Eingepfercht. Warts. Und ständig gehen Alarme los. Die Cat haben ihnen das angetan. Trauer bringt nichts. Werden sie wütend und arbeiten sie damit. Ja. Waffenlager. Hesratec-Waffenlagersystem. Laut Ausgabeunterlagen wurden mehrere Waffen entnommen und nicht wieder zurückgebracht. Die Behörden der Arche Leusina wurden informiert. Leusinia? Ich komme irgendwie mit dem Namen nicht klar. Noch ein Terminal. Von Sarissa Theris. Sie wurden aus der Stase geholt, weil sie vorzeitig an Deck gebraucht werden. Leider müssen sie sich jetzt an völlig andere Umstände anpassen als erwartet. Um Gerüchte zu vermeiden, hier die aktuelle Situation. Wir werden von einer feindseligen Spezies angegriffen. Die diplomatische Bemühungen wurden zurückgewiesen und werden nicht wiederholt. Leider ist unsere Matriarchin Ishara bei den Verhandlungsversuchen zu Tode gekommen. Ich habe widerwillig ihre Funktion als Pathfinder übernommen, kann sie aber nicht ersetzen. Wir müssen von unserem geplanten Kurs abweichen und versuchen, den Feind vor unserem Treffen mit der Nexus abzuschütteln. Ich habe mit Captain Atandras Einverständnis einen allgemeinen Evakuierungsbefehl ausgegeben, während wir die Zivilisten aus der Stase holen. Bis dahin werden wir Eliteeinheiten und unser Aufklärungsschiff, die Perifona, für nötige Ablenkung sorgen. Ich werde den Ernst unserer Lage nicht verharmlosen. Ich werde aber auch nicht ihre Fähigkeiten unterschätzen. Ich habe Vertrauen in sie. S. Theris Pathfinder. Antwort: Ich bereue es. Von Saren Tuloria. Zum letzten Mal. Ich halte nicht den Mund. Ich bin eingeschlafen und habe von neuen Welten geträumt. Und als ich aufwachte, war überall Feuer und Leute haben geschrien und sich in Schlafsälen zusammengedrängt. Und sie lassen uns nicht mehr zurück in die Stase. Wir sollen in einer winzigen Rettungskapsel eine Notlandung auf einem unwirtlichen Planeten machen. Was ist daran besser? Ich will, was mir versprochen wurde. Schließlich habe ich ihnen dafür mein Geld und mein Leben gegeben. Und ich werde weiterhin alles tun, um Antworten zu bekommen. S. Ja, das kann ich auch verstehen, dass die natürlich mehr als frustriert darüber waren. Aber auf der anderen Seite... Die Cat haben ihre Haustiere mitgebracht. Könnte man damit rechnen? Okay. Dass man von einer feindlichen Spezies angegriffen wird? Ja. Jein. Sind die Dinger erst an Bord gekommen, nachdem die Kinder weg waren. Ja. Die haben wahrscheinlich sowieso ein Trauma. Da macht ein weiteres, das noch dazukommt, wahrscheinlich auch nicht den mehr, den Kohlfett. Geht's da noch weiter? Psst, hier ist jemand. Okay, gut, dass wir hier nochmal hingegangen sind. Wo ist jemand? Da drin? Oh ja. Cat. Was hatten die vor? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich wollten sie an uns vorbeischleichen. An die Verpflegungskiste wollten sie ran. Aber sonst ist hier nichts. Da hinten ist noch ein Behälter. Vidaria nochmal. Zwei Cat haben sich an den Stase-Kapseln zu schaffen gemacht. Jetzt nicht mehr. Gute Arbeit. Ganz Denken stolz. Sie an Sarissas Handbücher. Bleiben Sie unauffällig. Natürlich. Die Kapseln sind sicher. Ich verfolge weiter den Energieentzug. Läuft da Gas aus? Das ist ungut. Sieht nicht gut aus.
Warum funktioniert das Sprinklersystem nicht? Entweder zu wenig Energie oder die Explosion hat die Brandkontrolle beschädigt. Wir könnten das reparieren, wenn wir die Steuerung finden. Und kämen dann an das, was die Energie abzieht, ohne angesenkt zu werden. Das wäre natürlich schon Vorteil. Die Cat haben mich entdeckt. Ich sitze in einem Luftschacht fest. Machen Sie Ihre Biotik bereit und schalten Sie sie aus, wenn Sie vorbeigehen. Aber Sie werden mich hören. Sie sind eine Jägerin. Ein geräuschloses Raubtier. Okay. Geräuschlos. Ich vermute mal, die Tür bekommen wir nicht auf. Doch. Oh. Okay. Ausschalten. Wollten zur Steuerung des Sprinklersystems. Da drüben. Ja, da gehen wir jetzt hin. Schalten Sie die Sprinkler ein, dann können wir das Feuer löschen. Machen wir. Stand jedenfalls beim Scannen mal, es sei schwer beschädigt. Schauen wir mal, ob wir das nochmal... Ja! Jo. Das ist durchgeschmort. Was für eine Ironie. Der elektrische Anschluss ist beschädigt. Ich schlage vor, Sie suchen nach einer Alternative. Wahrscheinlich müssen wir dazu jetzt diesen Kabel oder was das war nach. Ich sehe keine Möglichkeit, es zu reparieren. Was ist mit Ihnen, Ryder? Ja, hier. Was auch immer hiervon mit Energie versorgt wird. Die Arche braucht die Brandkontrolle dringender. Versuchen wir es nochmal. Das wird uns abkühlen. Vidaria hier. Ich habe die Cat erwischt. Sie mich auch. Aber ich bin okay. Gut gemacht. Und jetzt, wo die Hangars geschlossen sind, konnte ich auch den eigentlichen Verursacher des Energieentzugs ausfindig machen. Hier ist der Nervpunkt. Wir sehen uns dort. Aber sagt uns nicht, was es war. Na gut. Das soll eine Überraschung bleiben. Hier, Captain Atandra. Wir wärmen gerade den Antriebskern auf. Aber wir brauchen mehr Saft. Wir sind dran, Captain. Gut. Das Schiff des Recken ist immer noch irgendwo da draußen. Wir haben so viele verloren. Und Matriarchin Ishara auch. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Kann man bestimmt noch mal ein Terminal lesen. Eine Technikerin ist gegangen, bevor sie ihren Arbeitsplatz aufräumen konnte. Diese Komponenten stammen aus Systemen der Arche, auch zur Energieverteilung. Das erklärt unser Problem. Wozu sollte jemand die Arche ausschlachten? Asari-Schwert. Anmeldung Hilfstechnikerin in Lapiris Tikal. Rumpfpanzerung Deck 12 durchstoßen. Keine Atmosphäre mehr. Keine Zeit und kein Personal zum Schweißen. 100 plus in der Falle. Keine Anzüge. Keine Zeit. Nicht schaffbar. Es ist schaffbar. Heute stirbt keiner mehr. Wer die Cat an der Kehle packen und durchschütteln. Träum weiter, Bohnenstange. Hätte eine Jägerin werden sollen. Pack zu. Pack zu. Halte die Deckhülle an ihrer Position. Nicht luftdicht, aber so, dass man durchatmen kann. Problem gelöst. Okay, hier ist noch ein Terminal. An Thala Ranthias von Geonite Jaden. Funk immer noch außer Betrieb, also mache ich es auf die altmodische Art. Wir können die Evakuierung mit Deck 12 in diesem Zustand unmöglich abschließen. Der letzte Cat-Beschuss hat die Rumpfpanzerung durchstoßen. Keine Atmosphäre mehr, alles hängt an seidenem Faden. 100 Leute sind auf der anderen Seite gefangen und ich habe zu wenig Anzüge. Es sind Kinder dabei. Thala, ich kann das nicht tun, ich werde es nicht tun, Giona. Antwort, Evakuierung, Giona, Lapiris ist gerade aufgetaucht. Diese verrückte Technikerin hat ihren Evakuierungsplatz zurückgegeben und sie sagt, sie hätte eine Idee.
Sicherheit an Archer Lusinia Wartung, Lieutenant Colonna to Jackson. Verlassen in Kürze die Arche, damit diese Cat jemanden zum Verfolgen haben. Unsere Ausrüstung wurde bei der letzten Begegnung kaputtgeschossen, aber aus Gewohnheit habe ich trotzdem alles in der Wiederaufladung gesteckt. Tun Sie mir bitte einen Gefallen und halten Sie die Sachen von den Zivilisten fern, ja? Wir wollen nicht, dass jemand so weit reist und sich dann selbst in den Fuß schießt. Lieutenant K. Tja, Everyday Heroes, würde ich mal sagen. Im nächsten Part werden wir uns weiter auf der Luzerna umsehen. Spüren Sie das auch? Woher kommt das? Das finden wir im nächsten Part raus. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.